Es ist Mittagszeit bei der Familie Schütz im aargauischen Strengelbach. Es gibt Schenkelfleisch vom Bruderhahn mit Beilagen. Wenn wir das Gückelfleisch mit dem Poulet-Fleisch vergleichen, dann sage ich, es ist geschmackhafter, es ist kompakter, es ist ein kleiner Stück. Aber es hat ganz sicher mehr Inhaltsstoff drin, weil es halt auch langsam gewachsen ist. Die Familie Schütz zieht neben den Junghennen auch ihre Brüder, eben den Bruderhahn, auf. Eigentlich so, wie es vor der industriellen Eierproduktion gang und gäbe war. Nichts wird verschwendet. Zu jedem Ei gehört ein Huhn, aber es gehört auch ein Gückel dazu. Und für uns ist es halt richtig, wenn wir sagen, wir schliessen den Kreislauf, indem wir die Hühnerhaltung haben mit dem Suppenhuhn und schlussendlich den Gückel aufziehen mit dem Gückelglück. Entgegen der immer noch gängigen Praxis, dass die männlichen Jungküken in der Eierproduktion getötet werden, wachsen die Bibeli hier zu ausgewachsenen Göckeln auf. Vielen Konsumenten ist es nicht bewusst, dass wenn wir jetzt die aufziehen, dass die gegessen werden müssen. Wir betreiben sehr viel Aufklärungsarbeit. Wir laden lokale Medien ein, wo wir zeigen, wie es hier bei uns auf dem Hof abläuft. Rund 3 Monate bleiben die Bruderhähne auf dem Betrieb. Viel Auslauf, natürliches Futter in Bioqualität, Stroh und Heu zum Scharren, wie hier ihre erwachsenen Schwestern, sollen ihnen das Leben auf dem Schützhof angenehm machen. Den Tieren soll es an nichts fehlen. Haben die Gückel ein Gewicht von 1,5 Kilo erreicht, werden sie auf einem auf Geflügel spezialisierten Kleinbetrieb im Emmental geschlachtet. Pro Jahr gibt es vom Bruderhahn über 3'000 Biogöckel. Die können direkt auf dem Schützhof gekauft werden. Zur Absatzförderung zählen auch Anlässe wie das Hühnersuppenfest. Wir schauen die ganze Hühnerhaltung, Eierproduktion als Kreislauf an. Und wir wollen dem Konsument aufzeigen, dass er auch Teil des Kreislaufs ist und hier mitwirken und mitbestimmen kann. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Kunde mit uns den Weg mitgeht und wir zusammen so werden Erfolg haben.